Selbstzweifel überwinden und an sich selbst glauben. Eines der schwierigsten Dinge, die manche Menschen je tun, ist, sich von einer Person voller Selbstzweifel in eine selbstbewusste Person zu verwandeln, die an sich selbst glaubt. Aber die Wahrheit ist, dass sie unabhängig davon, wo sie gerade im Leben stehen, wie viele Fehler sie gemacht haben, welche Chancen sie verpasst haben oder was ihnen im Leben passiert ist, ihre Selbstzweifel überwinden und anfangen können, an sich selbst zu glauben. Das gilt selbst dann, wenn sie eine schlechte Erziehung hatten und noch nie an sich selbst geglaubt haben. Es liegt in ihrer Macht und es wird ihr Leben völlig verändern. Wenn Sie diesen Beitrag gelesen haben, werden Sie sich schon nach kurzer Zeit besser fühlen. Sie werden sich selbstbewusster und erfolgreicher fühlen und wissen, dass Ihre Zukunft rosig ist. Fangen wir an zu lernen, wie Sie Selbstzweifel überwinden und an sich selbst glauben können. Was sind Selbstzweifel? Das Wörterbuch definiert Selbstzweifel als den Mangel an Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten. Das ist eine sehr gute Definition, aber sie zeigt nicht in vollem Umfang die Probleme auf, die durch Selbstzweifel und den fehlenden Glauben an sich selbst verursacht werden. Denken Sie über diese Fragen nach. Was sind die Gefahren von Selbstzweifeln? Wie beeinflussen Selbstzweifel Ihr Leben? Woher kommen die Selbstzweifel? Und vor allem, wie überwinden Sie sie? Hier werden Sie die Antworten auf all diese Fragen und mehr finden. Wenn es Ihnen hilft, machen Sie sich beim Durchlesen Notizen, wenn Ihnen Probleme auffallen, die am meisten mit Ihrer aktuellen Situation zusammenhängen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Themen, Gründe für seine Selbstzweifel und Probleme in seinem Leben. Sie sind ein einzigartiger Mensch und es gibt keine allgemeingültige Antwort. Die Gefahren des Selbstzweifels und seine Auswirkungen auf Ihr Leben. Das Festhalten an Selbstzweifeln birgt viele Gefahren in sich, deren man sich bewusst sein sollte. Wenn Sie an Selbstzweifeln leiden, ist es wichtig zu verstehen, welche Art von Schaden Sie sich selbst zufügen, wenn Sie daran festhalten. Sie haben Ihre Vergangenheit beeinflusst, wirken sich auf Ihre Gegenwart aus und können Ihre Zukunft vernichten, wenn Sie sich nicht damit auseinandersetzen. Selbstzweifel schadet der Motivation. Wenn Sie glauben, nicht viel tun zu können und sich selbst nicht zutrauen, etwas richtig zu machen, kann Angst alles andere behindern. Dies kann zu einem schwerwiegenden Mangel an Motivation führen, mehr zu tun als nötig, nur um über die Runden zu kommen. Es kann sich auf Ihr ganzes Leben auswirken, weil Sie vielleicht weniger befriedigende Beziehungen haben, einen Job, den Sie hassen, und nicht viel Freude am Leben. Selbstzweifel verursacht Zögern. Wenn Sie glauben, Sie wüssten nicht, wie man die Dinge richtig macht, dann halten Sie sich am Ende vielleicht für einen Perfektionisten, was nur eine Möglichkeit ist, etwas hinauszuzögern und nie etwas zu Ende zu bringen oder in letzter Minute zu beenden. So bereitet man sich auf ein Scheitern vor. Niemand ist perfekt, und Perfektion ist nicht notwendig, um in diesem Leben glücklich zu sein. Selbstzweifel führt zu Reue. Wenn Sie Gelegenheiten verpassen, werden Sie Reue empfinden. Bedauern kann, wenn es nicht aufgelöst wird, zu chronischem Stress und Ängsten führen. Dies führt dann zu noch mehr Selbstzweifeln, die wiederum zu noch mehr Bedauern führen, und so weiter. Selbstzweifel verursacht Defätismus. Wenn Sie zulassen, dass Selbstzweifel fortbestehen, können Sie anfangen, fast morbid zu werden in Ihrem Glauben, dass Sie nichts Gutes oder Glückliches erleben können. Es ist im Wesentlichen eine Akzeptanz des Scheiterns. Selbstzweifel hemmt die Selbstverbesserung. Wenn man kein Vertrauen in sich selbst hat, ist es schwer, überhaupt an Selbstverbesserung zu denken. Sie glauben, dass sie zu viel zu verbessern haben, weil sie nichts tun können. Vielleicht denken sie sogar, dass sie bis zu einem Punkt Opfer ihrer Umstände sind, die sie nicht ändern können, selbst wenn sie es versuchen. Selbstzweifel ersticken die Inspiration. Wenn Sie nicht an sich selbst glauben, ist es schwer, sich zu etwas Neuem inspirieren zu lassen oder etwas Neues zu schaffen. Die Selbstzweifel zu beenden, wird die Kreativität, die Sie bereits besitzen, hervorbringen. Wie Sie sehen und vielleicht selbst erfahren haben, können Selbstzweifel gefährlich sein, und das sind alles gute Gründe für sich allein, daran zu arbeiten, Selbstzweifel zu überwinden und zu lernen, an sich selbst zu glauben. Wie Sie herausfinden, wo Ihre Selbstzweifel liegen und Selbstwertgefühl aufbauen. Sie können Ihr Selbstwertgefühl aufbauen, indem Sie der Sache auf den Grund gehen. Manche Menschen hatten irgendwann einmal Selbstwertgefühl und haben es dann verloren. Andere hatten es von Anfang an gar nicht.
Wie auch immer Sie bestimmen, was Ihnen passiert ist, um Ihre Selbstzweifel auszulösen, Sie werden in der Lage sein, sie zu überwinden. Es spielt keine Rolle, ob es sich um etwas handelt, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, oder um etwas, das Sie in der Kindheit gelernt haben. Sie können darauf hinarbeiten, Ihren Glauben an sich selbst aufzubauen, damit Sie Ihre Selbstzweifel überwinden können. In der Kindheit gelernte Überzeugungen einschränken. Leider lernen viele Menschen, ihre Träume aufzuschieben und ihre Ideen einzuschränken, weil gutmeinende Eltern, die auch in ihrem eigenen selbstzweifelnden Leben feststecken und sich nie etwas anderes vorstellen können. Dies geschieht häufig in Gemeinschaften, in denen die Menschen oft sehr arm geboren werden und es ihnen am Ende an Erfahrungen und Bildung mangelt, um über ihr eigenes Leben hinaus auf die Möglichkeiten zu schauen, die außerhalb ihrer Welt liegen. Normalerweise geht es nicht darum, dass Eltern ihre Kinder vom Träumen abhalten wollen. Sie versuchen nur, realistisch zu sein. Wenn ihr Kind ihnen von seinem großen Traum erzählt, die Welt zu bereisen und Schriftsteller zu werden, reagieren sie ängstlich und machen Aussagen, die zwar statistisch wahr sein mögen, die ihr Kind aber einschränken. Zum Beispiel könnten sie ihr Kind davon abhalten, Schriftsteller zu werden, indem sie ihm sagen, dass niemand mit dem Schreiben Geld verdient. Oder sie könnten ihr Kind davon abhalten, etwas zu werden, das über dem liegt, was sie gewohnt sind. Aus Angst vor den Kosten und der Angst, dass ihr Kind es wirklich nicht schaffen kann, selbst wenn sie es versuchen. Aber das liegt nur an ihrem eigenen Mangel an Erfolg und Lebensverständnis. Das färbt auf die Kinder ab. Deshalb brechen statistisch gesehen die meisten Menschen nicht aus ihrer Umgebung aus, in die sie geboren wurden. Das Aufregende daran ist jedoch, dass einige Menschen es tun, und der Grund dafür ist, dass sie in der Lage waren, die Möglichkeiten zu sehen und sich vorzustellen und dann die Maßnahmen zu ergreifen, um es durchzuziehen. Frühere Erfahrungen aus schlechten Beziehungen. Wenn sie früher ein positives Selbstbild hatten und nicht unter Selbstzweifeln litten, dann aber plötzlich oder im Laufe der Zeit Selbstzweifel entwickelten, ist es möglich, dass sie sich ihre früheren Erfahrungen und schlechten Beziehungen in den Kopf gesetzt und diese selbstzweifelnde Erfahrung geschaffen haben. Es kann eine Elternbeziehung sein, eine Freundschaft, ein Ehepartner, sogar ein Kind, das sie nach unten zieht und die Selbstzweifel in ihrem Leben erzeugt. Diese Beziehungen werden manchmal als toxische Beziehungen definiert. Leider kann eine toxische Beziehung jede Art von Beziehung beinhalten, sowohl Verwandte als auch Nichtverwandte. Wenn Sie in einer Beziehung waren, in der eine Person Ihre Ideen kritisiert und beschneidet und Ihnen sagt, dass es unmöglich ist, oder Ihnen von all dem erzählt, was schief gehen kann oder sogar Ihre Ideen missbraucht, haben Sie Ihre Selbstzweifel vielleicht aus früheren Beziehungen gelernt. Wenn Sie noch in einer dieser Beziehungen sind, ist es vielleicht an der Zeit, sie zu überprüfen. Schlechte Arbeitsumgebungen und Erfahrungen. Wenn Sie irgendwann in Ihrem Leben einen Job hatten, der sich zu einer schlechten Erfahrung entwickelt hat, vor allem, wenn er mit Ihrem ersten Job begann, kann Sie das ein Leben lang behindern, wenn Sie es zulassen. Leider machen viele Menschen, insbesondere diejenigen, die dienstleistungsorientierte oder schlechter bezahlte Jobs annehmen, am Ende schlechte Erfahrungen. Angst zu versagen. Sogar manche Menschen, die höher bezahlte Jobs haben, lassen sich von der Kritik so stark beeinflussen, dass sie eine Versagensangst entwickeln, die sie veranlasst, keine Risiken einzugehen. Dies wiederum führt dazu, dass sie am Ende schlechte Arbeitsbewertungen erhalten. Nach einer schlechten Stellenbewertung kann die Person dann schlecht damit umgehen und am Ende noch mehr feststecken. Wie Sie sehen, kann sich dieser Weg am Ende negativ auf eine Person auswirken, wenn sie nicht in der Lage ist zu verstehen, dass guten Menschen manchmal schlechte Dinge passieren. Sie können nicht akzeptieren, dass sie ein guter Mensch sind und dass ihnen etwas Schlimmes passiert ist. Oder sie können nicht aus ihren Fehlern lernen und erkennen, dass sie es beim nächsten Mal besser machen können. Das ist ein gefährliches Muster, das wachsen und größer werden kann, als es sollte. Mangel an Lebenserfahrungen. Manchmal kann eine Person einfach aufgrund mangelnder Erfahrung an Selbstzweifeln leiden. Wenn sie in der Kindheit übermäßig behütet waren, krank waren oder Probleme hatten, die dazu führten, dass sie im Leben nicht viele Erfahrungen gemacht haben, kann sich das in Angst, Furcht und sogar in andere Probleme wie Agoraphobie verwandeln. Das wird sie daran hindern, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Wenn Sie keine erfolgreichen Erfahrungen haben, auf die Sie zurückblicken können, kann es schwer sein, sich einen Erfolg vorzustellen. Wenn Sie nur Misserfolge erlebt haben, kann es doppelt schwer sein, sich später Erfolg vorzustellen.
Was auch immer der Grund für diese Erfahrungen ist, besorgte Eltern, eine Krankheit, eine nicht diagnostizierte psychische Erkrankung, Superschüchternheit oder was auch immer. Was auch immer die Ursache dafür ist, muss angegangen werden, damit sie anfangen können, kleine Erfolge zu erleben, um zu erfahren, wie sich das anfühlt. Wenn sie nicht wissen, wie sich das anfühlt, wird es schwierig sein, voranzukommen. Das ist nur ein Teil des Artikels Selbstzweifel überwinden und an sich selbst glauben. Den ganzen Beitrag finden Sie auf unserer Webseite. Den Link finden Sie unter dem Video.